Also ich finde das überhaupt nicht gut gemacht. Ich weiß nicht, viele feiern das übelst, aber ich null. So, jetzt gehen wir erstmal hier vorne rein. Ne, ich spiele mit Maus und Tastatur, das ist ja doch minimal angenehmer. Hier, das ist das, was ich nicht kapiere. Ja, warum macht man... ich spiele ja mit WASD. So, wenn ich jetzt S drücke, dreht er sich um und läuft rückwärts. Also läuft, ne, zurück. Statt einfach Backstep zu laufen. Ey, in jedem Spiel läuft man Backstep. Nur hier in dem Spiel nicht. Sowas gibt's nicht. Keine Ahnung, Alter. Sowas Schlechtes. Einfach nur. Und es irritiert einen übelst. So, was wollte ich machen? Mit Melina sprechen. This tiny golden aura is the grace of the Erd Tree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Also I hear. You can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Ich hätte gehofft, ich krieg vielleicht was Neues dazu oder so, aber nö. Dann kann ich erstmal nichts machen. Wait. Weren't you? Well, you're back. Care to buy something? Verkaufen. Wir tun jetzt erstmal ein paar Sachen verkaufen. Die ich nicht brauche. Krummes Großschwert brauche ich auch nicht. Den Kriegshammer brauche ich auch nicht. Das Speer werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Bolzen. Ne, brauche ich auch nicht. Oh Gott. So. Schild. Oder kann ich das Kleine erstmal weg, falls ich nochmal ein Schild anziehe? Ich weiß es noch nicht. Kann ich auch verticken. Ich hab das Speer. Ich hab das Speer schon geholt. So, die Stoffkleidung ist leider ein Ticken schlechter. Kann sie weg. Ja, Rüstung hebe ich mir jetzt erstmal auf. Die Ledersachen. Gucken, was da noch kommt. Außer die Stoffhose, die kann weg. Erhöht kurzfristig die Runenausbeute, okay. Waffenüberzug verursacht Feuerschaden. Hm, cool. Die können erstmal weg. Den habe ich einfach mal 204. Machen wir mal 100 weg. Okay. Schmiedestein. Was ich mit den Schmiedesteinen machen kann, weiß ich auch noch nicht so richtig.
Aber das finden wir jetzt auf jeden Fall raus. Informationen über Kale. Selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Goodbye for now. Ich wollte noch nicht. Ich wollte gucken, was kann. Empfehlung. You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Okay, ja. Werkzeugkit. Genau. Werkzeugsatz. Befähigt euch. Objektherstellung. Zur Herstellung von gesprungenen Töpfen nötiger Behälter. Offenbart Korb und feindliche Rufzeichen. Macht es möglich, weit in die Ferne zu sehen. Auch geil. Erweitert das Handwerksrepertoire. Okay. Pfeile. Was haben wir denn hier alle? Ketten. Kettenrüstung. Interessant. Das kaufen wir erstmal. Das kaufen wir auch. Was hat er noch? Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. I'm glad you took my warning to heart. You've made an excellent choice. Ja, das haben wir. Um bestimmte Objekte herzustellen, braucht ihr gesprungene Töpfe oder andere Behälter. Ihr könnt nicht mehr diese Objekte herstellen, als euch Behälter zur Verfügung stehen. Diese Behälter werden bei Benutzung verbraucht, aber die Behälter bleiben erhalten. Okay. Wunderbar. Was haben wir hier noch? Schmiedetisch benutzen. Waffe verstärken. Über das Schmiedemenü könnt ihr eure Waffen mit Runen und Schmiedestein verstärken. An Schmiedetischen könnt ihr eure Waffen bis zu plus 3 verstärken. Irgendwo im Zwischenland gibt es einen Schmied, der eure Waffen sogar noch weiter verstärken kann. Alles klar. Da ist die Frage, nicht genügend Runen. Oh. Okay, machen wir das anders. Ich verkaufe noch eben Sachen. Dann verstärke ich mir meinen Stab und mein Großschwert. Still going to purchase something. Sollte hoffentlich jetzt reichen. Aber man kann den dann da sogar nochmal erhöhen. Okay, cool. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir uns jetzt hier diesen Typen stellen können. Achso, war schon eine... Ja, ich war hier schon dran. Will ich den auf jeden Fall nochmal killen hier, bevor ich weitergehe.
Okay, er killt mich, bevor ich weitergehe. Ach ja, der ist übel, ey. Der ist richtig übel. Wer hockt denn hier? Ja, ja, nicht gesehen. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the Witch Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee, by Torrent's former master. Okay. Asche der einsamen Wölfe. Das ist eine Glocke, um Geister herbeizurufen. Mit der Glocke eines Geisterrufers könnt ihr mit Asche verschiedene Geister herbeirufen. Die Herbeirufung verbraucht gewöhnlich FP. Ihr könnt immer nur einen Geistertyp auf einmal herbeirufen. In Mehrspielerpartien könnt ihr keine Geister herbeirufen. Okay. Geil. Ich habe nur keine Asche. Wie kriege ich Asche? Before the tarnished tire of obeisance to the two fingers. Und tschüss. Okay. Objektherstellung kann ich jetzt machen. Okay, sehr geil. Über das Objektherstellungsmenü könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Okay. Feuersicherer Trockenleber. Was? Trockenleber? Feuertopf? Knochenwurfpfeil? Feuerfett ist cool. Knochenpfeil? Regenbogenstein? Erzeugt buntes Licht, das euch leitet. Füttert dies Sturmen für eine LP-Regeneration. Noch ein Fall, Bolzen. Was mich aber interessiert, ist zum Beispiel diese Asche. Zurück. Habe ich nicht eben so einen Herstellungsdingsbums da gekauft? Kann ich das denn benutzen? Da muss ich das einfach nur in der Tasche haben. Ich das nochmal anlegen. Das war hier, glaube ich, ne? Was kann das Ding? Brauchender Reißzahn. Eiserner Wille, Sturmstampfer.
Hier war das nicht. In die Glocke. Aber wie kann ich sie jetzt nutzen? Oh, also Menüführung, ne? Keine Ahnung, wie ich die da reinkrieg. Oh, das ist immer geil. Aber die Frage ist jetzt immer noch, wie ich hier was anderes reinbekommen. Kann ich das machen? Ich check das nicht. Ruf drei einsame Wolfgeister herbei. Ja, ich will diese Wolfgeister herbeschwören, aber es geht nicht. Kann ich das nicht nutzen? Jetzt? Aha, aber jetzt brauche ich irgendwas dafür. Was brauche ich dafür? Brauche ich dafür Asche jetzt? Aber wo kriege ich die Asche her? Muss ich irgendwas verbrennen?
weiß es nicht. Keine Ahnung. Na klar. Einfach, der hat einfach 30 Meter Range und keine Ahnung, ey. Das ist anders. Oder ich probiere das jetzt anders. Nein, 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 nicht runter. Was ist das für ein Zeichen bei mir links da im Bild? Das ist weit weg. Ja, komm her. So, jetzt kann ich das beschwören, oder was? Ah. Ja, keine Ahnung, komme ich auch nicht drauf. Hat er die jetzt platt gemacht? Jo. Ach, jetzt kann ich sie nicht mehr beschwören. Oder was? Ich check das noch nicht so ganz. Auf jeden Fall ist der übel, Mann, der ist krank. Nein, jetzt hat er resettet. Alter, der ist einfach nur mega krank. Ich werde es mal anders probieren. Ich werde mal mit unten fighten, aber auf offener Straße. Aber ich muss mir erst wieder Tränke holen und alles. Alter, der ist nicht mehr normal, oder? Guck dich das an, Alter. Ist doch nicht mehr feierlich, ja. Wow! Ich hab mich einfach gewone-shottet.
Moin Marcel, hi. Habe ich nur die Wölfe eigentlich? Ja, aktuell schon. Ja, der muss doch kaputtbar machen. Also der muss doch, muss man doch kaputt machen können. Alter. Ich habe ein pornoröses Oberteil an. Davon nur eine Jacke. Boah, die habe ich schon, weiß ich nicht, ewig. Ein bisschen habe ich die schon mal. Ja, okay. Also ich werde den auch erstmal später angehen. Ich werde gucken, dass meine Zauber erstmal stärker werden. Das gibt so nichts da. Aber danke, Marcel. Ja, der tut mich einfach aus dem Leben knocken, der Typ. Der ist ein bisschen crazy unterwegs. Okay, dann werde ich jetzt hier erstmal die Höhlen machen, die wir noch offen haben. Wo war denn das? Da, hinter dem... Hallo, zurück. Hinter dem See, da oben irgendwo. Wie ist das Game? Also ich bin, steht auch im Titel, Astrologe. Also Magier mit Zweihänder. Zumindest den Zweihänder habe ich mir jetzt angelegt. Wie ist das Game? An sich ist das Game geil. Das Einzige, was mich übelst stört, ist die Steuerung. Also die Steuerung ist, keine Ahnung. Mögen wahrscheinlich nur die Hardcore-Zocker. Also ich mag's null. Also erstens mal dieses schnelle, ne, das ist halt komisch. Mit dem Controller ist es alles super langsam und mit der Maus ist es halt alles super schnell, obwohl ich schon auf 0 runtergesetzt habe, Geschwindigkeit. Dann WASD ist gleichzeitig auch im Kreis laufen, was, ja, weiß nicht, ich fühle das einfach nicht. Ich finde es nicht cool, dass ich auf S rückwärts laufe. Ich nehme auf, Marcel, dementsprechend, das hier kommt auch auf YouTube. Deswegen bin ich in meinem separaten Channel. Sind ein paar Wölfe drin. Easy eigentlich. Die springt einfach hoch, okay. Ich
habe gesagt, dass das hier gleichzeitig auch eine Aufnahme ist und deswegen bin ich in meinem separaten Channel. Das hier lade ich hinterher noch auf YouTube hoch. Gesprungener Topf. Ich habe gerade schon welche gekauft, ne? Ah, Feuer. goldene Rune. Was, silbernes Glühwürmchen. Glühstein. Ist nichts mehr, aber hier ist noch ein Wolf. Okay. Range ein bisschen schlecht eingeschätzt. Na, was haben wir denn hier? Was ist das denn für einer? Junge! Ich will das mal ausprobieren, jetzt mal hier drinnen die Wölfe holen. Ja, wenn er mich lässt, da. Wahrscheinlich nicht. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ja, viel Spaß. Danke. Alter, die Wölfe sind voll geil, Mann. Flammendrachen-Talisman. Wölfe haben den jetzt eigentlich übelst weggemacht, ne? So gesehen. Cool. Dann muss ich mir merken, am Anfang immer direkt die Wölfe holen. Jetzt haben wir aber noch eine Höhle hier hinten. Irgendwo.
gewusst. Ich hab's so gewusst, Alter, dass hier was kommt. Das Vieh, Mann. Oh, Schmiedestein, ja. Den tue ich nichts. Ah, diesmal nicht. Vorne haben wir eins. Scheint nichts mehr zu sein. Aha, guck mal da. Kam ich da hinten nicht hoch, eigentlich? Kann ich da nirgendwo hochklettern? Gar nicht geguckt hier. Ja, aber scheinbar kommt man irgendwie da hoch. Das würde der Geist hier nicht rumspringen. Ja. Blocken versuchen. Oh Gott, Alter, was ist das denn? Einfach mal 5 von diesen Viechern, ey. Wieso nimmt er eigentlich das Schwert immer eine Hand wieder rein? Das ist super nervig. Ah, das Blöde ist jetzt, dass ich... Ich muss wieder in diese Ecke da hinten rein, ne? Damit ich meine Runen zurückkriege. Ja, semi-cool.
Na, ich hätte vielleicht die Nachricht lesen sollen, Gruppe voraus, ja. Nice. Dann geht das runter. In die restlichen Heinis. Schon wieder, der nimmt das Schwert immer direkt wieder ein Hand. Einfach daneben gehauen, okay. Und schon wieder das Schwert nur ein Hand. Es ist doch super nervig, Mann. Wow, 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 wow. Wo ist der hin? Ist der jetzt runtergesprungen? Dann kommt er die. Nein! Kommt ja die Treppe wieder hoch. Oder die Leiter. Ah, oh, ich hab voll Damage gekriegt, ey. Cool. Ja, und zwei Stück und ich werd. Und der hat schon wieder ein. Alter, Mann, das ist so nervig, ey. Ja, soll ich, ey.